Ahoi ihr Lieben und willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Wir sind immer noch im Teufelswald, wie könnte es anders sein? Und jetzt werde ich mich noch um weitere Höllenbestien-Wachposten kümmern, die hier im Narbengrund gelandet sind. Da habe ich übrigens gerade richtig nice Crits gelandet hier. Mein lieber Scholli. Ich habe kein Ziel. 3 von 6. Die muss ich nicht erledigen, ne? Doch! Entropische Essenzen. Das ist zu weit entfernt. Aber die, mal gucken, ob wir, während wir hier diese Monster bzw. diese Feuerwesen erledigen, ob wir hier irgendwann auch eine feurige Essenz bekommen. Denn wie gesagt, das war damals die Taktik, die mir auch durch den Kopf geisterte, als ich damals gezockt habe, ob ich das nicht so machen möchte. Also mit Level 52 wollte ich dann eigentlich in den Teufelswald oder 53, weiß nicht mehr genau welches Level. Hier ist es ja sowieso skaliert, deswegen kann man sich hier nichts drauf einbilden. Wollte ich dann halt bis Level 60 nur grinden und diese Mobs erledigen und mich dann über jede Feueressenz freuen, die ich hier so bekomme. Es heißt auch nicht Feueressenz, es heißt irgendwie Essenz des Feuers, heißt es, glaube ich. Aber ihr seht hier auch gerade schon, die Dropchance ist nicht so Porno. Ja, also, das geht auf jeden Fall besser. Aber deswegen waren die damals auch entsprechend viel wert. Fragt mich jetzt aber nicht, wofür man diese Essenz des Feuers damals gebraucht hat. Ich brauche ein Ziel. Hier, nee, Sternrubin, ich dachte gerade. Wollte gerade schon jubeln. Das ist zu weit entfernt. Fünf von acht. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. 6 von 8. Ach ja, den müssen wir auch erledigen, der Big Boss. Ich muss näher ran. Schöner Crit direkt am Anfang, nice. Sehr schön, wir haben 3-mal Execute benutzt gerade. Unglaublich. Oh, warte mal. Mithril. Der Schatz des Berges. Mithril wird ja immer im Herrn der Ringe irgendwie so über alle Maßen hochgejubelt, irgendwie als das wertvollste Material, das wertvollste Erz, Metall, whatever. Mega stabil und trotzdem irgendwie so ein bisschen geschmeidig, einfach nur so das Beste vom Besten. Und hier, keine Ahnung, Mithril, ja, ist halt Mithril, ne? Gibt's halt überall, so gefühlt. Aber ich hab ja schon mal diese Diskussion irgendwann mal in einem Let's Play auch geführt, in der Folge hier, als ich es gesagt habe, dass ich es eigentlich ganz schön finden würde, wenn man denn diese ganzen alten, zumindest diese ganzen alten Minen, beziehungsweise die Erze und so, auch irgendwie für den aktuellen Content gebrauchen könnte. Aber es ist ja mittlerweile so, dass du diese ganzen, Erze eigentlich nicht mehr brauchst. Ja? Also du brauchst sie nicht auf dem aktuellen Content-Level. Ja? Ist da einfach überflüssig. Ich bin außer, das heißt, du kannst es eigentlich nur gebrauchen, um irgendwelche klassischen Rezepte damit herzustellen oder ja, was kann es halt zum Berufe skillen, ja. Das war früher ja Punkt Nummer 1, weshalb diese Dinge überhaupt noch weggegangen sind. Die einzige Existenzberechtigung, der einzige Punkt, wieso solche Sachen verkauft wurden, war, weil damit Leute ihre Berufe hochskillen wollten und zu faul waren, das selber hochzuskillen. Beim Bergbau sogar mehrere Berufe, sei es jetzt Juwelenschleifen, Schmiedekunst, ja, Barren brauchte man irgendwie gefühlt immer andauernd irgendwo für. Und das ist jetzt halt alles nicht mehr so der Fall. Also man, klar kann man es noch dafür benötigen, aber brauchen meine ich, aber ja, keine Ahnung. Du kannst halt auch einfach mit aktuellen Mets das Ganze hochskillen.
entsprechend ist die Relevanz von diesen Erzen. Aber das kannst du ja auch nicht, das gilt ja nicht nur für Erze, das gilt für alle Handwerksmaterialien. Hallo. So. Der Lauf der Dinge. Hier einmal das. Das war das mit den Eichhörnchen. So, Unkrautjäten. An einem Ort wie diesem kann sogar etwas so einfaches wie Blumen pflanzen und Unkrautjäten zu einer Aufgabe für echte Helden werden. Ach so, ich habe es wieder falsch vorgelesen. An einem Ort wie diesem kann sogar etwas so einfaches wie Blumen pflanzen oder Unkrautjäten zu einer Aufgabe für echte Helden werden. So war es nämlich richtig. Die Orchideenpeitscher, die an allen Enden des Hains wachsen, sind ein Zeichen für seine Heilung. Jedoch sind sie nicht makellos. Einige von ihnen verfallen hin und wieder der dämonischen Verderbnis. Nach meiner Erfahrung überprüft man dies am besten, indem man sie ausreißt. Wenn sie normal sind, wandern sie einfach ein wenig in der Gegend herum und verwurzeln sich dann wieder. Wenn nicht, dann nun, macht euch lieber auf einen Kampf gefasst. Viel Glück. Das klingt ja auch sehr, sehr, sehr schön. Elun Ador. Hier, Verderbnis sammeln. Das war das mit der entropischen Essenz. Dann Fahrt zur Hölle. Das waren die Höllenbestienkerne. Viel Glück. Seid gegrüßt. Jagd auf die Verdammten, da mussten wir die Höllenbestien töten. Und das war der Big Boss, den wir erledigt haben. Und hier droppt auch, ist auch nur Crap zu holen. Guck mal hier. Wir sind jetzt hier auch schon wieder. Ich habe keine Folgequests, nur hier einmal bei den Blümchen. Ich müsste die nicht mal töten. Aber ist ein schöner Crit gerade. Jetzt steht es noch 1 zu 1. 2 zu 1. 2 freundliche, eine unfreundliche. 3 zu 1. 4 zu 1. Nice, fast gar keine Kämpfe hier. 4 zu 2. Oder habe ich das Viech. Ich weiß mal nicht, ob ich das nicht automatisch mit einem Auto-Tag angreife. Ich brauche ein Ziel. Sieben von sieben. Unkrautierten. Es ist harte Arbeit, aber wenn man sie so, so genau, das hatte ich schon, ja. Blablabla. So, abgeschlossen, das war's schon. Das war's hier am Whisperwindheim. Wie viel fehlen uns denn hier noch? 4, wo gibt's denn noch diese ganzen? Ich dachte eigentlich, das wäre eins der letzten Questgebiete hier gewesen, aber das kann ja wohl nicht sein. Wie darf ich helfen? Gesucht, der Dämonenjäger. Seit der Jadefeuerbach von den Dämonen zurückerobert wurde, hat der Smaragdkreis viele Druiden geschickt, um die langwierige Läuterung der Ruinen zu beginnen. Letzte Nacht wurden gleich mehrere von ihnen ermordet, von einem Nachtelf. Zungen berichten, dass der Täter ein Dämonenjäger war, einer von Illidans geisteskranken Schülern. So etwas sieht man nicht alle Tage. Ohne Zweifel hat die Macht ihn wahnsinnig gemacht, genau wie seinen Meister. Ich bezahle gutes Geld für einen Beweis dafür, dass dieser Mörder tot ist. Man hat ihn zuletzt abseits der Straße im Norden in einem Tal unter dem Jadefeuerbach gesehen. Seid vorsichtig. Was führt euch hierher? Veranlagung und Umwelt. Die Uhrturmbeschützer des Eisenwaldes im Norden sind schon seit Jahren tot und ihre leblosen Höhlen sind wie ein Mahnmal für den Schaden, der diesem Land zugefügt worden ist. Viermal im Jahr tragen wir Wasser von diesem Mondbrunnen zu ihnen und bewässern den Boden dort, in der Hoffnung, dass daraus neues Leben entspringen wird. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Wasser selbst dorthin bringen. Es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, in sich zu gehen. Nehmt diese Fiole und füllt sie am Mondbrunnen, gießt sie dann auf der Spitze des kleinen Hügels zwischen den drei Uhrtürmen aus. Geht in Frieden. Na gut. Ach, hier. Das kommt mir auch bekannt vor. Das ist ziemlich imposant hier. Aber ich glaube, das ist hier auch alles ziemlich verderbt. Aber ich sehe hier gerade keine Monster oder sowas. Sieht sehr imposant aus, oder? Findet ihr nicht? Hier mit den drei, diesen drei Urtümen, diese Borkenviecher.
Oh, hier, warte mal. Keine Panik, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Wo ist die Mine? Ach hier, guck mal, es ist sogar Gold. Es ist sogar Gold. Das ist zu weit. Eine Goldader. Wie komme ich denn da jetzt dran? Wollte gerade sagen. Wie komme ich da dran? So, hier. Hier einfach ausgießen, oder? Ja, sehr schön. Das Wasser des Mondbrunnens sickert sanft leuchtend in den Boden. Nach ein paar Augenblicken ist ein Rascheln zu hören und ein kleiner Spross entspringt vor euren Augen. Der winzige Setzling tapst herum und lenkt eure Aufmerksamkeit nach Süden. Ihr könnt gerade so eine leise Stimme hören. Boden. Offenbar möchte er frischen Erdboden. Vielleicht solltet ihr ihn zu einem der Flecken begleiten, die am fruchtbarsten aussehen. Brummer fürs Baby. Der winzige Setzling breitet seine Blätter weit aus, wie ein Jungvogel, der gefüttert werden möchte. Er spricht mit sehr leiser Stimme. Hunger, will Käfer. Ihr könnt aus dem Süden das Summen von Wespen hören. Ob es sie sind, was der Kleine fressen möchte? Also in diese Richtung hier, hm? Au. Kann er das jetzt essen? Ach nee, wir müssen ihn noch töten. Ah, hier. Wird er jetzt eigentlich größer? Jo, der wächst. Ach, das ist ja cool. Fruchtbarer Boden. Gefällt ihm auch. Ich brauche ein Ziel. Das ist ja eine lustige Quest. Kann ich mich auch gar nicht mehr. Aber doch, so vage habe ich es in Erinnerung, diese Quest. Aber nur so vage. Ich habe kein Ziel. Ganz vage. Ich brauche ein Ziel. Komm, sammel es ein. Ich muss näher. Jetzt gegessen? Ja. Ich bin außer Reich. Und execute. 6 von 10. Also eigentlich dachte ich, ich führe die einfach nur dahin. Der streckt irgendwie, der kleine Setzling, irgendwie so eine Art Krötenzunge raus und frisst dann diese Insekten hier, aber dass das so richtige dicke Brummer sind, die man hier erst noch großartig erledigen muss. Ein bisschen überraschend gewesen. Ich muss näher ran. Und wir müssen sie auch nur töten, also wir sind nicht darauf angewiesen, dass der dann da noch irgendwie, keine Ahnung, da Nährstoffe rauszieht oder so. Das ist zu weit. Ah, das spielt keine Rolle für uns. Hä, wieso hat der sich jetzt nicht drin gesuhlt? Na also. So, ich mache jetzt hier auch Pause. Ich mache hier Zapfenstreich für heute. Wir hören uns, wenn ihr wollt, bei der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir hier weiter mit dem kleinen Setzling
und den drei großen Urtümen, die hier anscheinend Wache stehen. Scheint auf jeden Fall noch lange nicht zu Ende sein hier im Teufelswald. Wir haben ja schon gesehen bei den Meta-Erfolgen, dass da noch vier fehlen. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Wir hören uns, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.